Warum erstelle ich jetzt diese Videos, die damit enden, dass sie zum Tierarzt gehen sollen? Ich als Tierheilpraktikerin. Ich erkläre es Ihnen gleich. Was hat es also mit diesen Videos auf sich, dass ich als Tierheilpraktikerin den Gang zum Tierarzt empfehle? Nun, Sie als Abonnent dieses Kanals sind sicherlich besonders an der Gesundheit Ihres Hundes interessiert. Sie sind offen und Sie würden mit Sicherheit nicht, wenn Ihr Hund apathisch wäre, dann einfach erstmal googeln, sondern Sie würden mit ihm zum Tierarzt gehen. Leider sind nicht alle Hundebesitzer so. Es wird also gegoogelt, es wird gechattet und es ist auch gar nicht klar, mit welchen Personen, ob die nun irgendein medizinische, ob die nun über medizinische Kenntnisse verfügen oder nicht. Und es ist nun mal leider vorgekommen, oder es kommt immer wieder vor, dass dann, wenn dann irgendwann doch der Gang zum Tierarzt erfolgt, der Hund auf dem Untersuchungstisch verstirbt. Und das ist einfach sowas von überflüssig, denn wäre der Hundebesitzer rechtzeitig zum Tierarzt gegangen, hätte der Hund noch weiterleben können. Das muss man sich mal vorstellen. An diese Personen richten sich meine Videos. Ja, und ich habe auch schon für ein Video einen Daumen nach unten bekommen. Hund und Bauchschmerzen. Sicher, meine Erkenntnisse, mein Wissen, meine Einstellungen sind alles andere als Mainstream. Und das werden sie wohl auch nie sein. Aber immer mehr Erkenntnisse oder immer mehr Fälle gibt es, da wirkt ein Antibiotikum nicht mehr. Einfach weil viel zu oft zu einem und zu leichtsinnig zu einem Antibiotikum gegriffen wird. Also allmählich setzt sich schon eine etwas andere Einstellung durch. Aber es ist ein langwieriger Prozess und die Naturheilkunde kann einfach Alternativen bieten. Von daher kann ich dann auch mal den Gang zum Tierarzt empfehlen. Es ist doch besser, der Hundebesitzer geht erstmal zum Tierarzt. Und er gibt dann Entwarnung, als wenn man erstmal zum Tierheilpraktiker geht, der sicherlich in vielen Fällen auch helfen könnte. Aber es kann ja auch dann sein, dass der Tierheilpraktiker sagt, oh, das wird mir jetzt hier zu heikel, bitte suchen Sie sofort Ihren Tierarzt auf. Und dann ist aber wertvolle Zeit verloren gegangen. Und es geht jetzt hier ja auch nicht darum, Tierarzt gegen Tierheilpraktiker. Beide haben ihre Daseinsberechtigung. Nur leider ist für den einen der andere gleich das Feindbild und auch umgekehrt. Schade, sehr schade. Aber das ist hier nicht das Thema. Es geht hier darum, dass dem Hund geholfen wird. Denn dem geht es doch offensichtlich richtig schlecht.